Und damit moin moin zurück zu The Witcher 3. Ja, wir hatten ja letzte Folge die ganzen Karten besorgt für Soltan. Und ja, jetzt sollen wir sie ihm bringen. Was tun wir jetzt hier mit? Und gehen wir mal rein und gucken mal, was passiert. Geh du an und... Ich hab's dir gesagt, es ist ein trauriges, melancholisches Stück. Es bedarf einer Molltonart. Aber ich wollte... Alles verderben. Wir beginnen im E-Moll. Ein Soltan? Hat jemand Soltan gesehen? Ah, natürlich, da. Dran vorbeigelaufen. Soltan? Geralt? Ich hab die Karten, Soltan. Ha, ich glaube, wir schaffen es, bevor die Schergen des Bettlerkönigs mich kriegen. Komm, ich habe in der alten Brauerei ein Treffen mit dem Käufer arrangiert. Er wird begeistert sein, dass wir alle Karten haben. Okay. Wer denn? Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Hm. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Ich kann es kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Mhm. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir das wieder in einem Gemetzel endet? Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Wo ist denn der hin? Du bist so gut wie du! Mund halten und kämpfen. Los, Geralt, ihm nach! Ich würde dich nur bremsen. Wo hier lang, wa? Und wo geht's denn hier weiter? Na komm, nimm die Scheißleiter. Der Fuft ist da dann! Hurenvorn hat mir einen Pfahl draufgeflogen! Was? Ich verstehe kein Wort. Hilf Dalan! Es gibt kein Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen. Hin.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Nein. Nein. Ich sorge lieber dafür, dass wir uns zum letzten Mal begegnet sind. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Mhm. Großartig. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Was nehme ich denn? Ich nehme die Karten, weil... Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Mir. Gut. Sultan? Geralt? Ich möchte mit dem jetzt nochmal Gwind spielen. Eine Partie Gwind? Da sage ich nicht nein. So. Spielen wir. So, was haben wir denn dafür mal weg? Dann wollen wir mal Karte weg. Gutes Wetter nochmal. Na super. Nicht das, was ich wollte. Na gut, dann zusehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, und nun? Die Runde wird mal nix. Die kriegen wir nur auf den Sack. Mann, ist das doof.
Ah, endlich. Das ist gut. 2 Karten, hoffentlich gute. Nein, geht so. Der nach vorne. Das könnte tatsächlich reichen. So. Und damit haben wir die Runde gewonnen. Ja, das sah erst gar nicht so gut aus für uns, würde ich sagen. Aber man muss auch ein bisschen mehr Glück haben als Verstand. Ich hab wohl gewonnen. Verdammter Schock angesichts deines Anfängerblatts. Hier, nimm diese Karte. Du brauchst sie. Du solltest dringend deine fürchterliche Sammlung verbessern. Du brauchst mir keine Schande zu machen. Ich hab ja Rittersporn. Vielleicht kannst du deinem Freund Roche was aus den Rippen leiern. Der hat angeblich gute Karten. So. So, jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes anrichten können. Huch. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. So. Ja, dann nehmen wir das doch gleich, wenn wir schon dabei sind. Oh, wie geht's? Brauchst auch Geld, wie? Nö. Brauch ich nicht. Hey, grauer Ritter, brauchst du einen knappen? Nö, brauch ich nicht. Was will ich denn? Meint er mir der Herrin die ganze Zeit? Nein, danke. So. Gehen wir mal bis um 8. So. Ich muss kotzen. Mal sehen, ob wir den Dieb einfach finden. Ein Stoff aus dem fernen Süden, den es sonst nirgendwo gibt. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich hab wohl keine Wahl. Komm mit. Hier lang. Es ist nicht weit. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Das ist er. Hilf mir! Überlasst ihn mir!
gehen wir. Rette mich. Ich sterbe. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal. Wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbuth... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuths Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbuth sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbuth. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbuth bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Mhm. Woher weiß Ingrid Wegelbuth, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiss beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hatte Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbuth kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuth. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbuth fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Hm. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuths gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hm. Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Zum Glück ist die ältere Herrin Wegelbuth auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Es steht mir nicht an, das zu beurteilen, Herr. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Na? Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Na denn.
Wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Na, dann wollen wir uns mal ein paar Sachen besorgen. Willst du nicht beißen, Wölfchen? Nein. Und dann könnten wir nämlich, wenn ich mich recht entsinne, kann man da auch Gewinnspielen und ein paar guten Karten abgreifen. Und das werden wir doch wohl nochmal tun. So, jetzt werden wir erstmal zu diesem Schneider gehen. Diese Jugend heutzutage, alle weich in der Birne. Ein schwarzes Temerien ist kein Temerien. Und uns ein paar Sachen besuchen. Könnte interessant werden. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. So. Maske. Mich und Wolf. So. Und optional war das, wenn ich mich nicht ganz täusche, Schuhe, Hose und Wams, ne? Mit. Elegante nilfgaardische Schuhe. Die nehmen wir auch mit. Und das. So. Das weg. Und das. Und tschüss. Bis dann. So, wir haben alles Mögliche eingekauft. Ich muss mich jetzt schon umziehen. Warte. Wo komme ich denn hier raus? Da. So, wir gehen mal in unseren Wald. Da. Da. Denn diese Katzenaugen her? Auf zu Triss. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Oh Mann. Das wird ja wieder was. Möge die Macht des ewigen Feuers mit dir sein. Wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Unser aller Vater. So. Brauch's auch. Mal sehen. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ein Glück. Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu dem Taubenschlag. Sie denn? Da ist sie. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint?
Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Warte. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Ja, nee, ist klar. Also dann, gehen wir? Tja. Guten Tag, Herr. Herrin? Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir machen für heute hier Schluss, weil das wird hier noch eine ziemlich lange Aktion werden, das weiß ich noch. Und machen wir hier beim nächsten. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Und tschüss.